hier fahre ich insgesamt sehr gerne. Es ist eine Kleiderbahn, also gefühlvolleres Rodeln. Das kann ich ein bisschen besser als dieses steige Lenken. Und vor 2 Jahren habe ich ja auch den JWM-Titel eingeholt. Von daher habe ich eigentlich gute Voraussetzungen und kann hier mit einem gewissen Selbstbewusstsein an den Start gehen. Man lernt hier wirklich von den Besten und das habe ich auch in den letzten 3 Jahren extrem gemerkt, dass mir das gut tut. Man stellt auch alles um. Es geht ja schon los mit seinem ganzen Verhalten. Also man ist ehrgeiziger, man kann besser abgucken, man möchte im Training da mithalten können. Und klar, es ist auch schwierig, weil wir einfach die härtesten Konkurrenten sind, aber wir können da alle gut miteinander umgehen und so können wir uns gegenseitig alle pushen und deswegen ist, glaube ich, das deutsche Team auch so stark, wie es ist. Die anderen, die sind einfach schon überlegener, die sind stärker, das muss ich auch einfach eingestehen. Ich habe gute Chancen und jeder macht mal Fehler, vielleicht macht jemand anders Fehler, aber ich glaube, wir sind alle 4 in der Lage und können hier alle um den Favoritenplatz mitfahren. Insgesamt war der U23-Titel schon immer mein Ziel, aber mittlerweile ist es halt schon so, nach der Saison, wie sie war, dass ich mit 2 Medaillen liebäuge. Wäre ja auch blöd zu sagen, ja, ich gebe mich jetzt mit dem 6. Rang zufrieden. Also ich gehe da schon voll auf Angriff und würde gerne mit 2 Medaillen nach Hause fahren.